Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video und heute gehen wir shoppen. Ich war wieder shoppen, sehr, sehr viel shoppen, also hier liegen wirklich extrem viele Sachen. Und da das wirklich übertrieben viel ist, werde ich einfach jetzt schon mal gleich starten. Ich habe sehr, sehr viele Sachen, die so ein bisschen touchieren, also die so ein bisschen breitere Oberarme touchieren. Und ja, einfach so ein paar schöne Sommersachen, die man auch anziehen kann, wenn man ein bisschen mehr auf den Rippen hat, sage ich mal. Die man aber auch anziehen kann, wenn man ganz normal von der Figur her ist. Also genau, ja. Also lasst euch einfach mal überraschen. Und ich habe schon da so viele schöne Sachen gefunden und deswegen starte ich jetzt einfach mal. So, ihr Süßen, ich starte einfach mal mit dem, was ich anhabe. Das hier, dieses wunderschöne Spitzenoberteil, was auch schulterfrei ist, das ist von ASOS. Und das kombiniere ich immer mit folgendem Rock. Super, super schöne Kombi. Ich hatte das gestern auf Arbeit an und alle haben mich drauf angesprochen. Ich zeige euch mal den Rock. Das ist der Rock, den ich dazu anziehe. Das ist ein Leinenrock. Ja, Leinen, meine erste Sache, die aus Leinen ist, und der ist so schön, weil der ist hier oben gerafft und den ziehe ich mir dann quasi immer bis hier oben. Also das ist so ein Rock, den kann man bis unter die Brust schnüren sozusagen, und ja, ich bin 1,60 klein und er geht mir ja bis unter die Knie, würde ich mal sagen. Ich blende euch auch einfach mal ein Foto ein, dann seht ihr, wie lang der ist. Also ja, diese Kombi ist einfach wunderschön. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass das Oberteil und der Rock von ASOS waren? Wenn nicht, dann habe ich das jetzt damit getan. Ansonsten, ich weiß natürlich auch die Preise nicht mehr aus dem Kopf, weil es jetzt so viele Sachen sind. Und ich verlinke euch aber alles in die Infobox und dann seht ihr das. Dann bleiben wir gleich da, was ich trage. Und zwar diese Kette, dieser Joker. Das ist eine Kette aus meinem Online-Shop und der ist so schön. Den haben wir auch noch in Weiß und die beiden Joker. Ich bin jetzt nicht so der Joker-Typ, weil ich immer finde, das sieht bei mir komisch aus. Aber die beiden fand ich so, so wunderschön. Und deswegen musste ich die in den Shop haben. Aber wir haben noch einen dritten. Und dieser hier, der ist auch noch mit dabei. Und der hat hier noch zwei so extra Ketten, was ich auch voll schön finde. So, und apropos Shop, ihr müsst mal gucken, jetzt wenn das Video online ist, müssten auch schon die neuen Sachen alle online sein bei uns. Da findet ihr dann auch unter anderem endlich neue Sarongs. Und Leute, dieses Jahr haben wir so schöne Sarongs gefunden. Guckt mal, so sieht der aus. Und der hat auch ganz viele Glitzerpartikel drauf. Oh mein Gott, ich liebe den. Und das ist einfach ein Sarong, ist ein ganz leichtes Strandtuch. Und wenn sich jetzt einige fragen, was ein Sarong ist, also das ist ein ganz, ganz leichtes Strandtuch. Ich hoffe, man kann es sehr schön erkennen. Und es ist wirklich der Wahnsinn, weil man kann es einfach als Kleid umbinden, wenn man sich kurz was zu essen holen will. Man kann sich aber auch drauflegen. Es sind einfach alle schön. Ich musste mir auch gleich alle schon mal nehmen. Wir haben zum Beispiel auch noch diese Farbe. Also wir haben dieses Jahr wirklich ganz, ganz viele Farben. Guckt einfach mal vorbei. Und ja, lasst euch mal inspirieren. Übrigens haben wir jetzt in unserem Shop auch Home-Artikel. Unter anderem ein rosanes Schafsfell. Das ist so hübsch. Da seid ihr alle verrückt nach auf Instagram. Dann haben wir natürlich auch wieder Sonnenbrillen mit dabei. Hier ist auch mega geil verspiegelt. Oder die hier, auch mega geil verspiegelt. Und auch nochmal ein Roségold. Schaut einfach mal vorbei, Leute. Wir haben so viele schöne Sachen. Ja. Und ihr wisst ja, es ist oft schnell ausverkauft, also beeilt euch. Mein Shop Felicity Design werde ich euch hier auch nochmal in die Infobox verlinken, dass ihr alles nachshoppen könnt. Dann habe ich was ganz, ganz Süßes bei Primark entdeckt. Und das ist diese Tasche hier. Die ist so hübsch, finde ich. Und ich freue mich schon so, so doll auf den Mallorca-Urlaub. Wir feiern ja auf Mallorca meinen Geburtstag. Und dafür habe ich mir die dann extra gekauft, weil die wirklich ganz, ganz klein ist. Da passt ein Handy rein, ein bisschen Geld. Und die ist nicht schwer. Und die kann man umhängen. Und die Farben sind wunderschön. Und die ist übrigens von Primark und hat 10 Euro gekostet. Dann habe ich noch bei Primark diese süße Lichterkette hier gefunden. Die ist so schön. Guckt euch das mal an. Man kann die auch mal testen. Und für jemanden, der einen Balkon hat, finde ich das richtig, richtig geil. Ich habe ja leider nur einen Garten.
Und die Lichterkette hat 8 Euro gekostet. Bei einem Haul dürfen natürlich keine Schuhe fehlen. Und ich habe die hier und die sind von H&M und haben 24,95 gekostet. Und ich finde die so schön. Ich habe überall braune Sandalen, hohe Sandalen gesucht. Und ja, die sind wirklich angezogen. Sehr, sehr hübsch. Bei H&M sind die auch noch aktuell. Dann bleiben wir einfach mal bei H&M. Ich habe 2 wunderschöne Kleider bei H&M gekauft und vielleicht kennt ihr sie schon, weil sie wahrscheinlich auch gerade durch Instagram auf jedem zweiten Bild zu sehen sind. Aber die Kleider sind auch wirklich wunderschön. Ich zeige euch mal, von welchem ich rede. Das ist dieses Spitzenkleid und es ist einfach wunderschön. Es ist auch wirklich sehr teuer. Es kostet 100 Euro, was ich wirklich extrem teuer finde. Deswegen verlinke ich euch auch mal eine Alternative, was wirklich nicht so teuer ist. Das Kleid ist auch ein Off-Shoulder-Kleid und Off-Shoulder-Kleider sind natürlich auch immer sehr gut, um breitere Oberarme zu verstecken. Also das sind hier nochmal so ein paar Rüschen, die dann hier so drüber gucken. Ja, und das Kleid ist wirklich so traumhaft schön. Und ich habe es mir auch noch in rosa bestellt und es gibt es auch übrigens noch in Türkis, also so hellblau. Auch sehr, sehr schön, aber ich bin ja eher so weiß und rosa und das ist übrigens das Kleid in rosa. Ja, und da rosa ja meine Farbe ist, musste das natürlich auch noch mit und da es einfach so eine schöne Figur macht und einfach wunderschön ist. Ja, übrigens habe ich das in einer 44, falls es jemand wissen möchte und es gab es auch nur bis 44 und es passt, Gott sei Dank. Und es ist einfach wunderschön. Dann habe ich noch ein Kleid von H&M. Das ist auch wieder ein Off-Shoulder-Kleid. Das ist aber diesmal ein Maxi-Kleid. Und sieht so aus. Und das finde ich auch so, so schön. Es gibt wirklich bis zum Boden. Und was ich echt schön finde, sind die Ärmel. Die haben nämlich nur was Besonderes. Die haben nämlich unten nochmal so ein Cutout. Sehr, sehr schön. Und ich weiß aber nicht, ich glaube, das war ausverkauft. Hier seht ihr nochmal die Ärmel. Und wie gesagt, es ist auch ein Off-Shoulder-Kleid. Dann muss ich euch unbedingt nochmal ein Kleid zeigen, was ich schon mal in einem Haul vorgestellt hatte, glaube ich. Aber immer wenn ich das anhabe, kriege ich so oft die Frage, woher dieses Kleid ist. Und deswegen wollte ich euch das nochmal zeigen. Und ja, es ist auch so ein Midi-Kleid, also nicht ganz bis zum Boden, sondern bis zu den Schienbeinen, würde ich sagen. Und das ist von ASOS und ich hoffe, ich denke, es gibt es noch. Und es ist auch wirklich wunderschön. Und das habe ich übrigens auch in der Größe 44. Und ja, als nächstes zeige ich euch hier so eine Tunika. Das ist die hier und die ist so hübsch. Und ich hatte die in meiner Insta-Story an und alle haben gefragt, was das ist und wo ich das her habe. Das ist von ASOS, gibt es auch für Plus Size und für normale Mädels. Die ist so schön leicht und die sieht echt schön aus, wenn man zum Beispiel, ich nicht, aber ihr bestimmt, so eine kurze Shorts anzieht und dann das so ein bisschen reinsteckt. Voll schön. Oder auch eine, ich trage es immer mit einer Jeanshose oder mit einer Leggings. Es ist auch so ein bisschen Leinstoff, also ganz leichter Stoff und ist sehr angenehm zu tragen. Dann habe ich noch eine Tunika-Bluse. Die ist auch von ASOS, die andere war auch von ASOS. Die Bluse gibt es auch nur in einer Größe, das ist One Size und mir passt es auch so, so schön. Ich trage darunter immer so ein weißes Top einfach, weil ansonsten ist die echt durchsichtig. Man kann die aber auch sehr, sehr gut am Strand einfach anziehen, über den Bikini, wenn man zum Essen gehen möchte oder so. Also ja, und dieses Muster ist auch so schön, es kommt gar nicht so schön rüber, weil die Bluse ist auch so ein bisschen beige. Die ist nicht weiß, sondern die ist beige, was ich total schön finde. Und die ist auch relativ lang. Ja, also für den Strand kann man die anziehen oder auch mal so. Finde ich toll. Dann habe ich noch von Zalando ist das Kleid, ein einfaches schwarzes Off-Shoulder-Kleid, was ich auch überall gesucht habe. Und das Raffinierte bei dem Kleid ist, dass es unten nochmal so einen extra Saum hat, was es natürlich nochmal ein bisschen interessanter macht. Und so sieht es aus. Also wie gesagt, Off-Shoulder. Dann habe ich mir natürlich noch ein paar mehr Schuhe gekauft. Und zwar sind das diese wunderschönen Schuhe. Diese Schuhe sind von Buffalo und haben gekostet 59,95, was natürlich nicht so günstig ist, aber ich kaufe mir lieber immer ein bisschen hochwertigere Sandalen, weil die eh immer schon schnell kaputt gehen. Und ich habe die bei meiner Schwiegermama gesehen und die sind einfach so wunderschön. Sie hat die in Silber und ich wusste nicht, was ich schöner finde, Silber oder Roségold. Und ich habe sie jetzt erstmal in Roségold und ich glaube, ich bestelle sie aber in Silber auch nochmal, weil ja, die sind einfach so wunderschön, die Schuhe. So, dann habe ich mir noch diese beiden Paar Schuhe bestellt. Und ja, das sind einmal die in Gold. Und jetzt habe ich mir die nochmal in Silber bestellt,
weil ich habe die in Gold einfach jeden Tag angehabt, jeden Tag. Und manchmal haben die gar nicht zu den Sachen gepasst, aber weil die einfach auch so übertrieben gemütlich sind und man muss einfach nur reinschlüpfen und ja, habe ich die einfach immer angezogen. Oftmals brauche ich aber auch eine andere Farbe als Gold und ja, da es sie noch in Silber gab, habe ich sie mir noch in Silber bestellt, weil man Silber auch sehr, sehr oft anziehen kann zu Sachen, wo dann Gold nicht passt oder andersrum. Deswegen habe ich sie mir einfach beide bestellt. Die funkeln halt auch richtig schön. Und die haben gekostet 49,95 beide, genau. Wobei die sogar, glaube ich, gerade runtergesetzt sind. Letzte Woche war es jedenfalls so. Also die silbernen waren dann runtergesetzt. Dann habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Ich gucke einfach mal und setze euch den Link hier in die Infobox. So Leute, dann habe ich einen neuen Lieblings-Online-Shop. Und zwar boohoo.com. Das Einzige, was da wirklich blöd ist, ist mit dem Zurückschicken. Also man müsste da wirklich schon so seine Größe bestellen, dass sie auch wirklich passt, weil man muss es auch selber zahlen, wenn man was zurückschickt. Aber meistens hat bis jetzt alles gepasst, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich da auch dieses wunderschöne Kleid bestellt. Ich glaube, das kommt gar nicht so schön rüber, wie es in echt aussieht. Und es ist auch ein Maxi-Kleid und ja, hat hinten so einen schönen Rücken. Kann man das erkennen, wie es von hinten aussieht. Und da passt zum Beispiel... Und guckt mal, erkennt ihr das? Das sind auch neue Ohrringe aus unserem Shop. Und die würden dazu richtig gut passen. Das ist alles schon für Mallorca, Leute. Alles schon geplant. Dann habe ich mir bei Asus noch so ein Set mit einem schwarzen und einem weißen Off-Shoulder-Top bestellt. Die sind sehr schön, weil die sind eng anliegend für Röcke, die so bis unter die Brust gehen. Sehr, sehr gut geeignet. Und ja, kann ich euch auch mal ein Foto einblenden, wie ich die kombiniere. Das ist natürlich sehr praktisch, dass es das einmal in schwarz und im weiß gab, im Doppelpack. Und die habe ich auch total oft an. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Kleid. Und zwar ist es auch wieder von Asos. Und es ist diesmal knallrot. Und wenn man braun ist, ist es bestimmt mega geil mit einem roten Lippenstift dazu. Und wie soll es anders sein? Es ist wieder auf Schulter. Und das ist dieses geile Kleid. Es ist auch ein Maxi-Kleid. Also es geht auch wirklich bis zum Boden. Und was ich immer mache bei diesen lockeren Maxi-Kleidern, ich mache mir unten einen Knoten rein in eine Seite, links oder rechts, ist egal. Dann sieht es auch irgendwie nochmal schöner aus, weil es aussieht, als wenn es so sein muss. Das ist wirklich ein sehr knalliges Kleid. Darauf freue ich mich auch schon extrem, wenn ich das dann anziehen kann. Auf Malle! Und ich wollte euch jetzt nur noch mal kurz eine Sache zeigen. Und ich hoffe, das Bild wird scharf. Das ist meine neue Uhr von Daniel Wellington und sie ist einfach so wunderschön. Und das Gute ist, ihr könnt euch zum Beispiel, wenn ihr die Uhr schon habt, aber mit einem anderen Armband, könntet ihr euch einfach nur das Armband nochmal bestellen in weiß. Und ich bin gerade im Moment so auf dem Weißtrip, deswegen auch mit meinem weißen Kleid und ja, so, so geil. Ich finde die zum Beispiel auch richtig geil, hatte ich auch schon an mit dem roten Kleid und dann eine weiße Uhr drauf. Echt geil. Und übrigens, mein Daniel Wellington Code ZITAMAS, da bekommt ihr 15%. Der ist auch immer noch haltbar, das könnt ihr immer benutzen, wenn ihr dort was kaufen wollt. Der ist nämlich erstmal, ja, gültig. Bis ich euch sage, er ist nicht mehr gültig, genau. Ihr Lieben, das war mein Haul, mein Sommerhaul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass alle Sachen noch zu bekommen sind. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich danke euch, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Mua. Tschüss!